Letztes Wochenende wurden als Höhepunkt der deutschen Wasserarbeitssaison wieder die Wettkämpfe zum DVG-Bundessieger und zum Fishing Admirals Cup ausgetragen. Wir bedanken uns bei der Neufundländer Wasserarbeitsgruppe am Wolfsee und den unterstützenden, befreundeten Vereinen für zwei wundervolle Tage. Hier einige Eindrücke vom ersten Tag. Alle Diplome wurden geprüft und es gab ein beeindruckendes internationales Starterfeld. Hier sehen wir Kerstin mit Franjo im Teamarbeitsdiplom Advance. In den Teamarbeitsdiplomen sind Hundeführer und Hund zusammen im Wasser und führen die Aufgaben gemeinsam durch. Bei den später gezeigten traditionellen Diplomen A bis D dirigiert der Hundeführer den Hund von Land oder vom Boot. Die Landarbeit als Teil der Diplome A und B soll den Zusammenhalt des Teams und die Folgsamkeit des Hundes zeigen. Nun aber ab ins Wasser. Hier zeigt Sunshine in B3, wie man die Puppe nimmt. Zwei alte Häsinnen. Enya holt unter Biancas Führung das treibende Boot in der Übung C3. Hier Stefan mit Kiyomi in C4. Toll gemacht. Insbesondere, da Stefan als Hundeführer für Birgit einspringen musste. Wir springen ins D-Diplom. Von zwei gleichzeitig geworfenen Dummies muss Argon unter Führung von Heike ein vom Richter ausgewähltes apportieren und darf das andere nicht berühren. Genau so, Argon. Gut gemacht. Jürgen meistert mit Erwin die Übung L9 aus dem D-Diplom. Eine für den Hund nicht sichtbare bewegungslose Person hinter einem Boot muss am Arm ans Ufer gebracht werden. Letzte taktische Feinabstimmung und dann geht's los.
Erwin schubst sich die treibende Person schlau zurecht, um sie vom Fußende kommend am Arm nehmen zu können. Schön gemacht, Team Erwin. Am Ende gibt es kleine Hinweise seitens des Richters. Der erste Prüfungstag geht zu Ende. Hier Tagessiegerin Daniela mit Dottje. Dieses Bild ist gespickt mit Leistungsträgern. Links Bianca Joy, Bundessiegerin 2019. Rechts die kleine Elsa als Repräsentantin des Kuno-Teams, Gewinner des FAC 2019. Beiden Teams einen herzlichen Glückwunsch. Wir verabschieden uns aus Duisburg. Nicht ohne Stolz auf unsere Kaiser, die am Sonntag noch einmal das D-Diplom gemacht hat. In der Gesamtwertung des FAC war Kono dieses Jahr aber nicht zu schlagen.